Mein Name ist Gabriele Link und ich verantworte die Showproduktionen und Premieren für AIDA Cruises. Heute Abend und in den kommenden 3 Nächten drehen wir hier für unsere neue Show Songbook Bryan Adams. In Songbook Bryan Adams versuchen wir mal was ganz Neues. Es geht um die Lebensgeschichte und die künstlerische Geschichte, den Werdegang von Bryan Adams. Und wir versuchen das auf die Bühne zu bringen in einer ganz neuen Art und Weise. Irgendwann saßen wir in einer dieser Konferenzen, in denen wir dann sitzen, um eine Show vorzubereiten und hatten die Idee, wir haben doch eine fantastische Halle bei uns auf St. Pauli in der Seilerstraße. Und so entstand die Idee, lass uns unsere Halle umbauen, lass uns genau diese Atmosphäre bei uns im Haus kreieren, lass uns die Wände klinkern, lass uns die Heizkörper streichen, lass uns all diese Möbel ranschaffen und ab geht's. Und genau das haben wir gemacht und das war genau die richtige Entscheidung, ein großer Erfolg. Im Rahmen all dieser Showproduktionen, die wir machen für Love Cara und auch dieser Showproduktion Songbook Bryan Adams, sind wir mal ganz anders herangegangen und haben gesagt, wir machen mal was, was den Raum intimer macht, was das Theater in einen kleinen Raum versetzt. Wir nehmen all unsere Gäste mit in eine Situation, wie Musiker sie kennen, in einer Situation, in der man gemeinsam Musik macht und über einen Künstler spricht. Und das wollen wir so einfangen und so rüberbringen, dass unsere Gäste in dem Moment live dabei sind. Bei diesem Showformat ist es was ganz Besonderes, dass jede Show, die die Gäste erleben werden, wieder eine Premiere sein wird. Denn es gibt zum ersten Mal kein richtiges Skript, in dem Darsteller wirklich einen festgelegten Text lernen, wie sie es sonst vom Theater kennen, sondern sie setzen sich hin, reden und singen über Bryan Adams, singen seine Musik, reden über sein Leben und jeder Gast erlebt eigentlich wieder eine Premiere und das ist was ganz Besonderes. Wir gehen davon aus, dass Songbook Bryan Adams ein Erfolg wird. Wir hoffen natürlich, dass Songbook Bryan Adams etwas ist, was unseren Gästen gut gefällt. Und natürlich wird es dann der Anfang einer Serie und der Beginn einer gemeinsamen Reise sein. Welche Interpreten folgen, wird noch nicht verraten, aber ich kann schon versprechen, es werden wieder viele Musikstücke dabei sein, die auf jeden Fall von jedem gern gehört werden.